So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Vortragsabend mit dem Thema Was tun bei Schulter- und Nackenschmerzen? Mein Name ist Gerhard Jeske, ich bin geschäftsführender Inhaber des Gesundheitszentrums Ludwigsburg hier in der Friedrichstraße. Und ich führe Sie heute Abend durchs Thema. Bevor wir vielleicht mal ins Thema einsteigen, für all die, die jetzt unser Zentrum vielleicht noch nicht kennen als Kunden oder Patienten, möchte ich mal noch ein paar Worte verlieren über unser Zentrum. Mit der Physiotherapie im Medicus haben wir schon vor über 30 Jahren begonnen. Bin also schon relativ lange in diesem Thema tätig. Und ganz klein haben wir da mal begonnen, sind dann irgendwann zum Bahnhof gezogen und seit 2006 in der Friedrichstraße, wo wir jetzt dieses große Gesundheitszentrum haben. Und dort haben wir drei verschiedene Abteilungen. Das ist vielleicht so das Besondere bei uns, dass wir da Hand in Hand arbeiten zwischen der Physiotherapie Medicus, im Live, im Fitnessclub und Medifit, der Reha-Sport. Also zu uns kommen ins Live ganz normale Fitnesskunden, sicherlich gesundheitsorientiert und haben eben den Vorteil, dass sie dort, wenn sie sowieso etwas älter schon sind, Probleme haben, dass sie dann in der Physiotherapie bei Medicus auch gleich therapiert werden können, dass man die Schmerzen gleich analysieren kann und gleich einleiten kann, Behandlungsmöglichkeiten über Ärzte und die Therapie. Und unsere Patienten oben bei Medicus, wir behandeln gut 3000 Patienten im Jahr, dort oben haben wir ca. 25 Physiotherapeuten. Und es ist den ganzen Tag eigentlich nichts anderes für uns immer wie Knie, Hüfte, Schultern und Wirbelsäulen. Und heute sprechen wir ja gerade über den Bereich obere Wirbelsäule, Nackenbereich und Schulter. Insofern haben wir da schon sehr, sehr viel Therapieerfahrung und ja, da liegt ja sehr häufig einfach immer das Geheimnis des Therapieerfolges darin, dass man nicht nur physiotherapeutisch rangeht, sondern ganzheitlich. Und das endet natürlich dann auch immer in entsprechenden Bewegungsübungen, in Training, Dehnübungen, das alles kombiniert, zusammen mit ärztlicher Betreuung des Orthopäden, führt dann in der Regel immer zum Therapieerfolg. Und zum Medifit, den Reha-Sport, gehen wir uns die Leute, die so eher in der Gruppe Gymnastik machen, das wird auch ärztlich verschrieben und das ist so vielleicht ein bisschen mehr für den kleinen Geldbeutel, da kann man dann so ein kleineres Trainingsprogramm dazu machen und das zusammen ist eben unser Gesundheitszentrum Ludwigsburg und ich möchte schon so ein bisschen mit voller Stolz sagen, dass das, so wie wir das in der Größe und in der Komplettheit anbieten, dass es das in Deutschland nicht besonders häufig gibt, aber wir haben es jetzt hier in Ludwigsburg. So, jetzt mal kurz zur Agenda zum Thema Schulter- und Nackenschmerzen. Das ist, denke ich, schon jetzt gerade ein sehr aktuelles Thema aus zwei Gründen. Erstmal, wir haben einen langen Winter hinter uns. Im Winter ist es immer kalt und dieser Winter war ziemlich kalt. Und Kälte hat immer die Auswirkung, dass sich natürlich Muskeln verspannen. Und Verspannungen, das spüren Sie dann natürlich im Schulter-Nackenbereich. Der zweite Grund ist ganz klar auch Corona. Corona spielt hier eine ganz große Rolle, denn viele sind gezwungen, auch vom Arbeitgeber zu Hause im Homeoffice zu arbeiten. Da kommen wir schon nachher gleich drauf zu sprechen. Die Arbeitsplätze sind meistens nicht so richtig ausgerüstet und wer da eben lange Zeit am falschen Arbeitsplatz sitzt, der braucht sich über Verspannungen in dem Bereich eben nicht zu beklagen. Gleichzeitig haben wir gar keine Möglichkeit, großartig Kompensationsübungen zu machen. Die Fitnessstudios und Sportvereine haben seit über 6 Monaten geschlossen. Auch unser Fitnessclub Live hat geschlossen im Moment noch, aber wir sehen schon eine große Perspektive. In Bayern dürfen jetzt, wurde heute bekannt, ab Freitag die Fitnessstudios öffnen. Wir rechnen bei uns im Landkreis Ludwigsburg, die Inzidenz jetzt gerade unter die 100 gesunken. Wir rechnen zu Anfang Juni damit, dass wir auch bei uns im Landkreis Ludwigsburg den Fitnessbereich öffnen dürfen. Reha-Sport und die Physiotherapie hatten sowieso die ganze Zeit geöffnet. Und das ist ja systemrelevant, da ärztlich verordnet. So, ja, ich werde am Anfang mal darauf eingehen, warum wir überhaupt Schmerzen haben. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Verständnis. Wenn man es versteht, dann ist man auch irgendwo bereit, vielleicht dagegen entsprechend was zu tun. Vor allem ist wichtig, welche Auswirkungen das hat.
Es bleibt häufig leider nicht immer nur bei muskulären Verspannungen. Und welche Erkrankungsbilder, auch ernste Erkrankungsbilder, sich daraus ergeben. Und schlussendlich natürlich die Lösungen, was kann man dagegen tun, was können Sie dagegen tun, auch jetzt in Zeiten noch von Lockdown beziehungsweise ein Ende in dieser Geschichte ist ja Gott sei Dank in Sicht. So, ja, warum haben wir Schmerzen? Da möchte ich gerade mal ganz schnell zwischen zwei Bildern hin und her switchen. Schauen Sie sich mal dieses Bild an und das Bild. Ja, da sehen Sie eigentlich gleich einen riesen Unterschied. Ja, wir sitzen morgens beim Frühstück, sitzen wir schon, dann sitzen wir im Auto, dann sitzen wir im Büro oder auch zu Hause vorm Schreibtisch, ja, dann sitzt man beim Mittagessen, dann sitzt man wieder vorm Rechner. Ja, viele haben ja doch einen Büroarbeitsplatz. Abends sitzt man dann zum Abendessen und vorm Fernseher sitzt man und nachts liegt man dann irgendwie. Und das ist natürlich schon ein bisschen anders. Diese Jungs hier, die haben sehr viel Bewegung. Ja, die haben ja einen Speer in der Hand. Das ist natürlich so ein bisschen, sieht schon wieder fast steinzeitlich aus. Früher mussten wir uns aber auch eben ganz viel bewegen, um überhaupt einmal an Nahrung zu kommen. Da musste man hinter irgendwelchen Tieren 30 Kilometer herrennen, bevor man es mal erledigen konnte. Das ist heute natürlich einfacher. Da fährt man beim, wenn es sein muss, beim McDrive und hält die Hand raus und kriegt schon was zu essen. Und dafür sind wir aber nicht geschaffen worden, für dieses viele Sitzen. Wir zwingen unseren menschlichen Körper zu etwas, wozu er einfach nicht geschaffen worden ist. Denn das hier ist eigentlich eher so die ursprüngliche Form, wofür unser menschlicher Bewegungsapparat gebaut ist. Wir sind eigentlich eine perfekte Bewegungsmaschine, bloß nützen wir es nicht. Das ist unser Problem, ganz grundsätzlich. Ja, wir zwingen unseren Körper zu einem einseitigen, stundenlangen Sitzen in schlechter Position. Und da brauchen wir uns eben nicht drüber beschweren, wenn das entsprechende Auswirkungen hat. Ja, das Thema gesundes Sitzen muss man schon mal in Fragezeichen setzen. Es gibt kein gesundes Sitzen. Da können Sie ja noch so schöne Keile unter den Fuß tun, Keile hier am Stuhl, sicherlich auch ein ergonomischer Stuhl. Der Sitzabstand hier passt, ist passend zur Höhe vom Schreibtisch. Der Winkel hier zum Bildschirm passt klar. Die Wirbelsäule ist hier relativ gerad. Hier, wenn man mal sieht, wenn man so dran sitzt, und so sieht es häufig aus in Bildschirmarbeitsplätzen zu Hause, da passt die Ergonomie nicht. Da bekommt man hier schon vorne, sehen Sie, wie der Bauch nach vorne gekrümmt ist, ganz starke Verkürzung hier der Bauchmuskelfaszie. Wenn Sie sich da wieder aufrichten wollen nach Stunden, dann ist natürlich der ganze Rückenmuskel verspannt bis hoch in den Nackenbereich. Und das macht natürlich Aua. Ja, das ist jetzt gerade so, sag ich mal, so ein Arbeitsplatz zu Hause. Man hat keinen Bürostuhl, ergonomisch, dann muss es ein normaler Esszimmerstuhl sein. Die Höhe vom Tisch passt in der Regel nicht dazu. Dann guckt man in ein kleines Laptop rein mit kleinen Bildschirm, muss natürlich entsprechend nah mit der Nase draufgehen, dass man was sieht, kann also nicht mit gerader Wirbelsäule da sitzen. Das führt dazu, dass man eben vor allem hier vorne sehr stark in die Krümmung kommt und dass die Schultern nach vorne hängen und der Kopf muss eben es entsprechend ausgleichen und kommt dem Bildschirm entgegen. Und das machen Sie dann mal, wenn Sie mal in die Arbeit vertieft sind, stundenlang, und dann ist der Nacken verspannt. Ja? Hier sieht man natürlich schon ganz klar, was falsch und was richtig ist. Durch diese ja auch stundenlange, tagelange, wochenlange, vielleicht auch Monate bis jahrelange falsche Arbeitsposition, die man da hat, braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn man hier irgendwann mal vielleicht einen runderen Rücken bekommt. Und das muss natürlich ausgeglichen werden, dadurch, dass man hier den Kopf so nach vorne schiebt. Ja, sonst würde man immer nach unten gucken. Deshalb muss man den Kopf so nach vorne schieben in dieser Position. Und ja, so ein Kopf, der ist ganz schön schwer, lasse ich da mal nicht täuschen. Der wiegt im Schnitt plus minus 6 Kilo. Und wenn Sie diesen Kopf aus der Mitte nach vorne verschieben, ja, ups, so wie hier, wenn der nach vorne verschoben ist, dann ist es ein ganz großer Hebel, ja, den die Nackenmuskulatur auffangen muss. Und
Sie sehen hier gegenüber dieser geraden Position, ja, hier sind also die Wirbel hinten sehr stark angenähert, die Muskulatur und die Muskelfaszien sind sehr stark angenähert. Das führt nämlich zu Verkürzungen und Verspannungen dieser Muskeln und Muskelfaszien und dann geht das Dilemma entsprechend los. Sehr häufig kommt es dann zu einer Abschwächung dieser Muskeln hier, was ja im roten Streifen hier symbolisiert ist, die den Kopf nach hinten positionieren, in die gerade Position, wo auch keine Hebelwirkung mehr da wäre, wo die Nackenmuskeln dann viel, viel mehr entspannt sind. Durch diese Überstreckung in der Halswirbelsäule, die man in dieser schlechten Arbeitsposition hat, die vor allem damit losgeht, dass man den Rücken in der Brustwirbelsäule nach vorne beugt, die Schultern hängen nach vorne, der Kopf muss hier nach vorne schieben, das ist natürlich fatal. Denn wir haben hier ganz, ganz viele Muskelgruppen hier in der Hals-Nackenmuskulatur. Ja. Das sind sicherlich die oberflächlichen Trapezius und hier die kleinen Muskeln in der Tiefe, die Halswirbelkörper stabilisieren. Aber die Nackenstrecker, die setzen vor allem hier oben an. Und das, was Sie hier so weiß sehen, das ist so dann entsprechend die Faszien, wenn also der Muskel so in eine Sehne übergeht und das setzt dann hier direkt am Knochen, am Kopf an. Und wenn da permanent zu viel Zug ist durch eine verspannte, verkürzte Nackenmuskulatur, dann verursacht das ganz, ganz viel Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Und diese Schmerzen warnen den Körper, warnen Sie davor, dass da ein Überdruck da ist, ein Überdruck vor allem auf die entsprechenden Wirbel. Denn unter den Muskeln, dann sehen wir, da gibt es noch mehr, da gibt es dann diese Wirbelkörper, die Halswirbelkörper, die sind schon relativ klein und grazil. Dazwischen sind Bandscheiben. Die Bandscheibe hat eine Dämpferfunktion und die Bandscheibe, die kann aber leider eben ermöglicht auch Beweglichkeit. Wir haben auch kleine Wirbelgelenke hier seitlich, die dazu führen, dass wir den Kopf und die Wirbelsäule bewegen können, auch rotieren können. Diese Bandscheiben sind schon relativ schmal. Da ist alles etwas feiner. In der Lendenwirbelsäule haben wir größere Wirbelkörper und dickere Bandscheiben. Das ist hier oben nicht der Fall, aber immerhin drückt ein Kopf von 6 Kilo obendrauf. In der Lendenwirbelsäule muss es stabiler sein, weil da drückt schon der ganze Oberkörper drauf. Aber diese Bandscheibe, die hat den Nachteil, die ist eben aus weichem Material. Das ist bindegewebiges Material und ein Dauerdruck auf dieses bindegewebige Material macht es dann immer schmaler, immer dünner und die Bandscheibe verschleißt, wenn diese Halsnackenmuskeln, die da hinten drin sind, permanent verspannt sind. Also das ist so eine Verspannung, damit fängt es mal an, aber es geht leider in richtigen Degenerationen weiter. Wenn die Bandscheibe verschleißt, dann bekommt man an diesen kleinen Wirbelgelenken, die seitlich sind, die dann für die Beweglichkeit vor allem verantwortlich sind, bekommt man Arthrosen, genauso wie sie am Kniegelenk und an der Hüfte Arthrosen bekommen. Der Gelenkknorpel nützt sich ab und der Körper baut Knochenmaterial an und dann wächst dieses Foramen, dort wo diese Nerven austreten, diese vielen feinen Nerven hier wachsen diese Foramina knöchern zu. Das nennt man dann Stenose, wenn mal der Nerv richtig knöchern zugewachsen ist und Dauerschmerzen bekommt oder Dauerdruck bekommt, dann haben sie Dauerschmerzen. Dann zieht es permanent den Arm runter und kribbelt und sie werden fast verrückt. Und ja, das ist dann kein Spaß mehr. Dann sind sie schon kurz vor einer Versteifungsoperation. Da muss eine Bandscheibenprothese rein, um da wieder Platz zu schaffen aus Metall. Und da wollen sie garantiert nicht hin. Ja, das ist alles gar nicht so fern. Mir fällt immer so ein kleiner Fall ein aus meiner Bekanntschaft. Wir saßen da das letzte Weihnachten vor Corona zusammen und haben da noch gefeiert. Und ein Bekannter von uns, Ende 40, auch ein Workaholic, immer vorm Rechner und nur am Arbeiten, Ingenieur. Und hat dann, ja, ich bin immer verspannt und ja, es zieht mir auch da runter. Und da wir bei uns immer exakte Diagnostik lieben, habe ich gesagt, geh bis zum Orthopäden und mach den Termin und
macht man mindestens ein Röntgenbild. Ja, er hat ihn auch zum Kernspin geschickt. 6 Wochen später war er schon operiert, hatte eine Bandscheibenprothese drin. Das war also alles kurz vor knapp, Ende 40. Und das muss nicht sein. Deshalb nehmen Sie auch solche permanenten Verspannungen bitte nicht auf die leichte Schulter. Ja, wenn das mal verspannt ist, ist es okay. Aber wenn Sie das über Jahre hinweg haben, dann würde ich es Ihnen schon empfehlen, unbedingt zum Orthopäden zu gehen und eine exakte Diagnostik per Röntgen oder gar per Kernspin zu machen. Ja? So, das war das Thema für den Nackenbereich, das in einem sehr ernsten Erkrankungsbild enden kann. Leiten wir mal über aufs Schultergelenk. Ja, auch diese schlechte Haltung hat Auswirkungen auf das Schultergelenk. Ja, und wenn Sie sehen, wir so einen Spezialisten mit Schulterblättern, die wegstehen wie Flügel, ja, die Schultern sind nach vorne protrahiert, also stehen nach vorne, das ist weit von einer aufrechten Haltung entfernt. Der junge Mann hat mit Sicherheit viel zu wenig Muskulatur hier dazwischen, um in die Aufrichtung zu kommen. Und das äußert sich dann so in so einer ähnlichen Haltung wie bei dieser Dame hier, so einen Hohlrundrücken, sagen wir, der Kopf nach vorne wieder verschoben, ja, da haben wir wieder das Halswirbelsäulenproblem. Und die Schultern hängen nach vorne. Es sieht also hier in dieser aufrechten Haltung natürlich ganz anders aus. Und das führt neben der Überlastung dieser Nackenmuskulatur, hatten wir ja gerade schon festgestellt, aber auch zu einem Problem im Schultergelenk. Diese schlechte Haltung, wenn die Schultern nach vorne hängen. Und auf das möchte ich jetzt gerade mal kurz eingehen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Anatomie vielleicht. Ich versuche es Ihnen aber doch augenscheinlich mal darzustellen. Und nochmal, Sie müssen es ein bisschen verstehen. In der Orthopädie geht es eigentlich immer nur um Kräfte. Und es sind einfache, logische Zusammenhänge, warum da was kaputt geht. Denn in der Regel ist immer nur der weiche Gelenknorpel und die weichen Bandscheiben, die verschleißen. Im Knie ist noch der Meniskus. Bei dem Schultergelenk ist es ein bisschen anders. Da ist, bevor man den Gelenknorpel kommen, ist da noch etwas anderes dazwischen, was verschleißt, das erkläre ich Ihnen gleich. Jetzt mal erstmal die knöcherne Anatomie. Das hier, das Schultergelenk, wenn Sie den Mauspfeil hoffentlich sehen, ich sehe ihn gerade bei mir nicht, der Oberarmkopf, ja, der runde Oberarmkopf, das Schultergelenk ist sehr wenig knöchern geführt, deshalb können wir es ja auch so wunderbar bewegen, kreisrund. Dann haben wir das Schulterblatt hier dran. Und vom Schulterblatt kommt dieses Schulterdach, das Akromion, das Schultergelenk hier so überdacht, ja, was man so sinnbildlich zeigen möchte. Und da gibt es dann durchaus folgendes Problem, denn dieses Schulterdach, hier sieht man es nochmal, über dem Oberarmkopf, so drüber gewölbt, ja, wenn hier schon zu wenig Platz drunter ist, und man möchte den Arm dann seitlich hoch bewegen, dann stößt es quasi förmlich hier frühzeitig an dieses Schulterdach an. Und dann muss das Schulterblatt mitkommen, damit wir den Arm überhaupt noch höher bringen. Ja, wir können sowieso nur bis maximal 90 Grad aus dem Schultergelenk den Arm seitlich abheben. Der Rest kommt nur dadurch mit, dass das Schulterblatt mitgeht. Und wir erkennen das jetzt in der Therapie schon, wenn der Schulterblatt sehr früh mitläuft, wenn man den Arm seitlich abspreizt, dann stimmt dieser Rhythmus nicht zwischen dem Schulterblatt, der Scapula, und dem Humerus, dem Oberarmkopf. Und das hat also einen ganz wichtigen Bewegungsrhythmus. Und hier in der letzten Phase sieht man ja, da stößt es also hier richtig an und da kann nur das Schulterblatt noch mitgehen und noch mehr Beweglichkeit rausholen. Das ist dieses wichtige Zusammenspiel. Und das ist gestört, wenn hier einfach zu wenig Platz ist und diesem Oberarmkopf und diesem sogenannten Schulterdach und wir hier frühzeitig eine sogenannte Einklemmung bekommen. Und so ein Engpass, das Wort Impingement auf Englisch haben Sie womöglich schon mal gehört, wenn Sie Schulterprobleme haben. Und das beschreibt eben so diesen Zustand, dass der Oberarmkopf nicht tief genug sitzt, nicht zentriert genug sitzt, sondern in Anführungszeichen zu weit oben und dort es zu einer Einklemmung kommt. Jetzt ist die Frage, was klemmt da ein? Dieses Schultergelenk ist natürlich durch viele Muskeln geführt. Ja, dadurch, dass wir ja sehr wenig knöcherne Führung haben, haben wir eine gute muskuläre Führung ringsherum.
Das sehen Sie hier, diese roten Muskeln, die dann aber hier in Sehnen enden. Ja, das sind sehr, eben diese Rotatorenmuskeln, die für die Innen-, für die Außenrotation insbesondere verantwortlich sind und die den Oberarmkopf in der richtigen Position halten, dass es nicht frühzeitig zu dieser Einklemmung eben kommt. Und wenn diese Muskeln entsprechend zu schwach sind oder auch entsprechend verkürzt sind, ist der Oberarmkopf nicht mehr in der richtigen Position und wir bekommen verfrüht dieses sogenannte Impingement. Und was klemmt da jetzt ein? Das sieht man jetzt an diesem Schaubild noch besser. Das Weiße hier, das sind Sehnen, das Rote sind die Muskeln. Und das Wissen, da kommen ganz viele Sehnen an, oder nicht ganz viele, mehrere Sehnen. Das nennt man dann, die sich wie so eine Manschette um diesen Oberarmkopf drumherum legen. Das nennt man die Rotatorenmanschette von einigen Schultergelenksmuskeln. Und diese Rotatorenmanschette, die wird dann entsprechend geklemmt. Man sieht hier dem linken, das will er nicht. Auch nichts machen. Dann wird nur dunkel. Man sieht hier doch einen gewissen Abstand von diesem Oberarmkopf, von dieser Rotatorenmanschette zu dem Schulterdach. Ja. Und wenn das eben dieser Abstand zu gering ist, dann fasert diese Rotatorenmanschette langsam auf und degeneriert. Und ist ein bisschen verrutscht von der Formatierung hier, aber fast jeder über 60 hat ein Problem in dieser Rotatorenmanschette und hat entsprechend Schulterprobleme. Und das bekommen Sie halt verfrüht, wenn entsprechend die Haltung schlecht ist, wenn die Schulter nach vorne geht. Und wenn man in dieser Position mal übertriebenerweise den Arm abheben möchte, dann bremst dieses Schulterdach viel, viel früher. Und es kommt zu dieser Auffaserung dieser Rotatorenmanschette, nennt man Rotatorenmanschettensyndrom. Und das haben viele Menschen über 60. Und da sieht man hier auch unter der Rotatorenmanschette, dieser Sehnenkappe, da ist dann erst der Gelenkknorpel. Und wenn das mal alles durch ist, dann wird es der Gelenkknorpel angegriffen. Deshalb sind die Arthrosen am Schultergelenk nicht so häufig. Aber wenn so ein Muskel mal abgerissen ist, so ein Teil abgerissen ist, die Sehne, dann ist die Schulter nicht mehr so funktionstüchtig. Und das kann man operativ, kann man das nähen, ist aber sehr häufig nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, vor allem wenn nach wie vor die Biomechanik des Schultergelenkes nicht stimmt. Deshalb sind gute Schulteroperateure schon gar nicht mehr bereit, besonders viel Operationen in dem Bereich zu machen, da das Operationsergebnis, also sprich die Lebensqualität der Patienten, auch nicht wirklich besser ist, als wenn man es einfach nur konservativ physiotherapeutisch und durch ein entsprechendes Training nachbehandelt, sodass andere Muskeln vielleicht diese Fehlfunktion kompensieren können. Und es geht immer darum, dieses Schultergelenk zu dekomprimieren. Das kriegen Sie nur durch aktive Übungen und schlussendlich auch das richtige Muskeltraining. Angeleitet durch Physiotherapeuten bekommen Sie das hin. Das kriegen Sie alleine nicht hin. So, das war die Problematik. Also nochmal zusammenfassend einmal die Degeneration der Halswirbelsäule. Beginnend mit leichten Muskelverspannungen, endend, wenn es dumm läuft, mit einer Bandscheibenprothesenoperation. Und das andere, zweite Problem durch schlechte Haltung ist ein Rotatormanschettensyndrom, das viele im Alter von über 60 erwischt. Und dass man einfach auch schon beide Dinge im Vorfeld in jüngeren Jahren entsprechend prophylaktisch dagegen angehen kann, indem man nicht darauf achtet, dass vor allem die Haltung Schulterblätter in der aufrechten Position natürlich entsprechend stimmt und dass man entsprechend muskuläre, kompensatorische Übungen, Dehnübungen und Kräftigungsübungen dagegen macht, damit hier nichts anbrennt. So, was können Sie jetzt dagegen tun? Wir wollen jetzt ja Lösungen für diese Probleme finden. Das ist klar ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz, das ist nicht ideal, das haben viele bestimmt auch in Büros. Wird dann teilweise eben auch durch Arbeitsplatzanalysen entsprechend festgestellt und man bekommt höhenverstellbare Schreibtische, entsprechende Stühle passend, Bildschirme in richtiger Höhe,
neigbar und so weiter. Zu Hause allerdings ist es häufig schwierig, da sieht die Realität, da sind wir ja durch Corona auf dem komplett falschen Fuß erwischt worden, sieht es ganz anders aus. Und das ist ein bisschen der Nachteil, wenn es so bei diesem Homeoffice mal bleibt, dass manche doch komplett von zu Hause dauerhaft arbeiten wollen, die sollten sich darum kümmern, vom Arbeitgeber einen entsprechend guten Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet zu bekommen, sonst kann das langfristig zu Problemen führen. Ja, Wechsel zwischen Sitzen und Stehen wäre natürlich ideal. Dazu brauchen Sie ja dann aber auch wieder einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder so eine Auflage, die Sie höhenverstellbar machen können. Ja, ist zu Hause meistens auch nicht der Fall. In Büros ist das durchaus möglich. Um einfach mal ein bisschen aus dem Sitzen rauszukommen, dass man mal wechselt zwischen Sitzen und Stehen. Stehen ist nicht jedermanns Sache, da zu arbeiten am Rechner, aber vielleicht kann man sich daran gewöhnen. Aber auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, vom Arbeitgeber einzufordern für zu Hause, wenn Sie eben womöglich mittel- bis langfristig doch Homeoffice betreiben wollen oder müssen. Ja, aktive Pause, das lässt sich im Büro einrichten natürlich. Da wird auch teilweise vom Arbeitgeber wird das aktiv eingefordert und dann kann man so ein bisschen Übungen machen. Dann ist man zumindest mal wieder aus der sitzenden Position draußen. Zu Hause ist man sehr häufig auch vertieft, das ist ein bisschen ein Problem, obwohl man es eigentlich in der Hand hätte. Da entsprechende kompensatorische Bewegungsübungen mal zu machen. Wenn man bloß mal ein bisschen was durchbewegt und es wird mal wieder durchblutet, das löst schon wieder diese Muskelverspannungen, diese Faszien etwas auf, das ist schon hilfreich. Was ich halt unbedingt empfehlen würde, das wären Dehnungen. Und da muss ich sagen, auch das lassen Sie sich bitte mal vom Physiotherapeuten zeigen. Unsere Dehnungen gehen nach dem Konzept von LNB, Liebscher und Pracht. Die Engpassdehnungen, das sind nicht einfach nur so ein bisschen Stretching, da mal ein paar Sekunden hier und da, das hat nicht wirklich eine nachhaltige Wirkung, um diese verspannten, verkürzten Muskelfaszien wieder etwas zu dehnen und damit auch für die Durchblutung frei zu machen. Das würde ich Ihnen empfehlen, lassen Sie sich mal wirklich von einem entsprechend ausgebildeten Therapeuten zeigen. Und das können Sie sehr, sehr gut zu Hause machen und sollten Sie auch täglich zu Hause machen. Und kostet Sie nur wenige Minuten Zeit. In 10 Minuten ist da ganz, ganz viel gemacht. Geht natürlich auch wunderbar im Büro. Ja, was Sie im Büro natürlich nicht machen können, sind bestimmt Entspannungsübungen. Man kann sich nicht mal kurz hinlegen auf den Boden. Zu Hause geht es schon. Also auch mal Entspannungsübungen, um insgesamt einfach nochmal runterzukommen. Da gehört natürlich Disziplin dazu, mal diese Dinge, mal Dehnungen, Entspannungsübungen, bewusst ein bisschen Muskelspannung absenken über Atemtechniken und solche Dinge umzusetzen. Das ist mir schon klar. Aber es sind immerhin doch Möglichkeiten, die Sie zu Hause wahrnehmen sollten. Ja, Bewegung, ist das Wetter wieder besser, kann man draußen joggen gehen. Das ist zwar nicht so spezifisch für Hals-, Nacken-, Schulterprobleme, aber immerhin besser wie nichts. Natürlich viel spezifischer ist in dem Bereich die linke Übung, das Rudern, das Ruderergometer, was man bei uns im Fitnessstudio findet, weil hier müssen Sie die Aufrichtung ziehen, da kommen Sie aktiv in die Aufrichtung, das heißt, Sie beanspruchen schon mal diese Muskeln, die genau immer irgendwie durch die laxe Haltung entsprechend abgeschwächt sind, da kommen Sie in die Aufrichtung, der Kopf ist in der richtigen Position, deshalb ist Rudern eigentlich die ideale und das Ruderergometer das ideale Gerät, um hier Bewegung reinzubekommen in den oberen Bereich. Bei Problemen, richtig starken Problemen, beziehungsweise auch chronischen Hals-, Nacken-, Schulterproblemen, bitte unbedingt zur Physiotherapie gehen. Sie müssen erstmal zum Orthopäden gehen. Bitte zum Orthopäden. Wir brauchen eine exakte Diagnostik, nicht zum Hausarzt. Wir brauchen Röntgenbild, gegebenenfalls sogar Kernspin. Man hat einfach eine viel bessere Behandlungsgrundlage, wenn man mal da ein Bild hat. Und ändert zwar nicht so besonders viel an der Therapie, aber wir können Ihnen zeigen, wie hoch der Grad der Degeneration schon ist, um Sie da mal ein bisschen aufzuwecken, tatsächlich was zu tun. Der Physiotherapie wird sehr häufig eben auch der Muskeltonus der verspannten als Nackenmuskulatur und Schultermuskulatur gelöst. Wir senken den Muskeltonus, dehnen kann man das nur bedingt, die Schultermuskulatur. Aber wir können eben durch physiotherapeutische
Behandlungstechniken, Faszientechniken, auch manueller Therapie entsprechend für starke Entlastung sorgen, was sehr, sehr schnell zu einer Schmerzfreiheit führt. Aber das ist dann noch nicht das End vom Lied. Sie müssen schauen, dass Sie Ihre Muskeln auch beanspruchen, dass Sie sie kräftigen. Denn nur ein kräftiger Muskel verspannt nicht so leicht. Er ist leistungsfähiger und der wird einfach auch bei einer längeren Beanspruchung viel weniger zur Verspannung neigen. Sie müssen bloß immer schauen, dass dieser kräftigere Muskel nie verkürzt ist. Also deshalb müssen wir das immer kombinieren mit Dehnungen. Und so empfehlen wir eben das Zusammenspiel aus Physiotherapie, manueller Therapie, diesen Dehnungen und Kräftigungen und Bewegung, all diese Dinge kombiniert, was man jetzt bei uns im Zentrum auch gut machen kann. Und dann haben Sie eigentlich das Bestmöglichste getan. Das ist das als Zusammenfassung, was ich nochmal sagen möchte. Was soll ich am besten machen? Ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie alles zusammen. Ja, machen Sie bloß eins davon, machen Sie alles. Ja, schauen Sie, dass Sie einen richtigen Arbeitsplatz haben, ja, damit das Übel des Sitzens noch möglichst gering gehalten wird. Schauen Sie, dass Sie Wechsel bekommen zwischen Sitzen und Stehen und Gehen. Schauen Sie, dass Sie mal Entspannungsübungen zwischendrin machen, um den Muskeltonus und die Anspannung auch von der Arbeit etwas zu lösen. Unbedingt tägliche Muskeldehnungen in dem Bereich, im Hals-Nackenbereich, die zeigen wir Ihnen gerne. Schauen Sie, dass Sie sich regelmäßig bewegen. Wie gesagt, die Fitnessstudios werden bald wieder aufmachen. Das Wetter wird auch besser, insofern haben Sie gute Voraussetzungen hierfür. Wenn Sie wirkliche Beschwerden haben, gehen Sie zuerst zum Orthopäden. Der macht eine Diagnostik, der verschreibt Ihnen die Physiotherapie. Wenn Sie keine Beschwerden haben, können Sie gerne auch zu Physiotherapeuten oder Masseuren gehen, um sich immer wieder mal regelmäßig, dann zahlen Sie es halt in Gottes Namen auch mal selber, das kostet nicht die Welt, um sich mal immer wieder mal regelmäßig, sei es bis einmal in zwei Wochen, einmal in vier Wochen, da oben mal durchmassieren zu lassen. Das wirkt schon auf die Dauer, dass Sie einfach diesen Muskelverspannungen entgegenwirken. Selbst wenn Sie mal eine gute Thai-Massage irgendwo finden für den Bereich, die sind sicherlich nicht so ausgebildet und bearbeiten den ganzen Körper, aber auch nochmal, wenn Sie keine Probleme haben, sonst das zur Prophylaxe, das tut auch gut. Ja, und dann vor allem eben schauen Sie, dass Sie in die Aufrichtung eine Kräftigung bekommen, denn das habe ich Ihnen ja vorhin dargelegt, diese schlechte Haltung, das macht einfach die Probleme für den Verschleiß, für den Hals-Nackenbereich und fürs Schultergelenk. Ja, was ist mein Angebot an Sie heute Abend? Wir checken Sie gerne mal durch und da ist natürlich hilfreich, wenn Sie Befunde hätten. Wenn Sie keinen haben, dann wird man Sie zum Orthopäden schicken, um da mal Diagnostik zu betreiben. Sie können uns in Anspruch nehmen und einen physiotherapeutischen Checktermin vereinbaren. Und da werden wir auch schon mal ein bisschen Probe behandeln, damit Sie mal sehen, ob und dass es tatsächlich auch was bringt. Wir erklären Ihnen gerne Ihr Problem, wenn man, wie gesagt, Ihre Befunde dabei haben, Röntgenbilder, Kernspinbilder, CT-Berichte, all das, dann können wir Ihnen zeigen, wie hoch der Grad der Degeneration ist und können Ihnen entsprechend mal eine Probebehandlung machen. Und wir schreiben dann für Sie einen Bericht raus, ja, der nicht nur an Sie gerichtet ist, sondern auch für Ihren Arzt. Das sehen Sie hier, ja, drei Kategorien, das ist Arzt, Schulmedizin, da schlagen wir dem Orthopäden vor, was er vielleicht machen könnte. Er könnte vielleicht ein Röntgenbild machen, die und jene Diagnostik oder die Medikation, vielleicht Physiotherapie verschreiben. In der Physiotherapie werden wir dann die und die Inhalte darlegen, die für Sie wichtig und notwendig wären. Und wir schreiben Ihnen auch auf, was für ein Training Sie machen sollten. Diese drei Dinge zusammen, das ist in dieser ganzheitlichen Betrachtung, das wird Ihr Problem garantiert auch nachhaltig lösen, selbst wenn Sie schon sehr starke Degeneration haben, was man nicht hoffen. Aber man kann damit eben diesen Prozess der Degeneration einfach sehr häufig stoppen und diese schlimmen OPs, diese Bandscheiben-OPs oder Versteifungs-OPs insbesondere sich sparen. Ja, Sie können diesen Checktermin telefonisch vereinbaren, bei Medicus direkt unter Lüxburg 4-3-8-6-0 oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an kontakt@medicus.net. So,
Jetzt wäre ich am Ende meines Vortrags angelangt und wenn jetzt Fragen wären, dann sind Sie am Zug und ich muss mal schauen, eine Frage ist schon da. Habe nach einigen Jahren Bürojob und wenig Bewegung, leichtes Hohlkreuz, nun wieder mit Sport angefangen, Joggen, Cardio 3 bis 4 Mal pro Woche, das ist viel. Soll ich lieber erst meinen orthopädischen Check machen, dann kann ich bedenkenlos weiter Job machen. Seitdem ich regelmäßig jogge, habe ich oft Schmerzen am Schulterblatt. Ja, also wenn Sie oft Schmerzen am Schulterblatt haben, dann würde ich schon sagen, gehen Sie mal zum Orthopäden. Am Schulterblatt selber ist meistens keine furchtbare Degeneration zu erwarten, wenn es ein Schulterblatt ist. Aber der soll lieber mal nachschauen, weil vielleicht ist der Schmerz ja nicht am Schulterblatt direkt, sondern er strahlt dorthin aus. Dann kann es auch ein Problem von der Brustwirbelsäule her sein oder gar noch ein bisschen weiter oben, Halswirbelsäule. Ich würde sowas, wenn Sie oft Schmerzen haben, immer orthopädisch checken lassen. Wenn er nichts findet, ist doch prima, dann ist es nämlich eine rein muskuläre Geschichte. Dann soll er Ihnen Physiotherapie aufschreiben. In der Physiotherapie macht man entsprechende Faszientechniken, Triggerpunkttechniken. Und dann kriegt man das, wenn es wirklich am Schulterblatt ist, sehr, sehr schnell wieder in den Griff. Aber denken Sie auch daran, dass Muskeln, die Sie am Schulterblatt befinden, eben auch durchaus das Schultergelenk führen können. Vielleicht ist es aber auch nur im Bereich der Wirbelsäule und das strahlt dorthin aus. Wie oft sollte man Massagen und Trainings für eine bessere Haltung durchführen? Jo, also weiß nicht, was Sie mit Trainings meinen. Wenn Sie an Muskeltraining denken, dann sage ich mal, wenn Sie das regelmäßig 2 Mal pro Woche machen, dann ist schon super. Ja, 3 Mal ist natürlich toll, aber täglich müssen Sie sowas auf gar keinen Fall machen. Also wir reden dann aber schon von richtig Muskeltraining, denn mal so ein bisschen auch mal schauen, dass ich mal meine Schultern hinten zusammennehme und mal so ein bisschen aufrecht stehe, das ist kein Training. Ein Training, da brauchen Sie einen überschwelligen Reiz und da müssen Sie an Geräten arbeiten und der Muskel braucht nach einer Trainingseinheit 48 bis 72 Stunden. Massagen hängt davon ab, wie hoch die Beschwerden sind. Wenn Sie es prophylaktisch nur machen wollen, reicht Ihnen vielleicht einmal im Monat, einmal in 2 Wochen. Wenn Sie richtig Probleme haben, empfehle ich Ihnen 2 bis 3 Mal pro Woche sowas zu machen. Orthopädische Behandlungen selbst bezahlen, also in der Regel kriegen Sie es verschrieben. Und insofern müssen Sie es nicht selbst bezahlen, nur einen Eigenanteil müssen Sie bezahlen. Ist im Schulter-Nackenbereich der Einsatz einer Black Row sinnvoll oder ist das zu intensiv? Halte ich für überhaupt nicht sinnvoll. Sie können eine Black Roll oder vielleicht einen Duo-Ball in die Brustwirbelsäule legen und dort durch diesen Duo-Ball, wenn Sie sich drauflegen, kommen Sie automatisch ein bisschen mal in die Aufrichtung. Ja? Das mobilisiert Sie so ein bisschen in die Aufrichtung. Sie dehnen vorne dabei ein bisschen auf, wenn Sie sich mit dem Rücken drauflegen natürlich. In den Nackenbereich würde ich auf gar keinen Fall hingehen, das bringt gar nichts, das merken Sie auch gleich, auch mit der kleinen Rolle nicht. Und wenn, dann nehmen Sie bitte den Duo-Ball. Und das, wenn man das langsam macht und wenn Sie sich da ein bisschen kasteien können und das täglich machen, ist es eine gute Prophylaxe, aber es ersetzt kein therapeutisches Feingefühl. Ja, wir spüren doch ganz andere Dinge und da holpert oder rutscht diese Black Roll drüber. Das ist dann, kann eine Therapie nicht ersetzen. Sie dürfen als Mitglied im Live auch die Physiotherapie nutzen. Ja, also der physiotherapeutische Check ist für Sie immer möglich, jederzeit und kostenlos. Ja, auch jetzt während der Schließung. Aber wenn Sie eine physiotherapeutische Behandlung brauchen, dann müssen Sie sich verschreiben lassen. Das dürfen Sie nicht einfach so umsonst nützen. Ein Rundrücken komplett wegtrainieren, das wird sicherlich schwierig. Das hängt davon ab, wie alt derjenige ist. Wenn es sich schon manifestiert hat, können Sie es nicht mehr wegdrehen. Das ist manifestiert, aber man kann es dennoch sicherlich verbessern. Ja, das, was einem die Muskeln noch in die Aufrichtung ziehen können, das sollte man auch unbedingt machen. Was Sie mit unterstützendem Equipment meinen, das ist ja dann was Passives womöglich. Ja. Passiv ist immer nicht so gut wie aktiv. Also da würde ich immer Ihnen empfehlen, natürlich möglichst viel im aktiven Bereich zu machen und wenig mit stützenden Dingen zu arbeiten. So, haben wir noch eine Frage? Das war's. Ja, war ja jede Menge. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs aktive Mitmachen. Ich hoffe,
Ich konnte ein klein bisschen aufklären zu diesen Themen und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei uns im Zentrum wiedersehen und nehmen Sie wirklich diesen Checktermin wahr. Kostet Sie nichts außer 40 Minuten Zeit und danach sind Sie garantiert mit Sicherheit schlauer. Noch eine Frage, ja? Setzen Sie nochmal die Brille auf. Können sich Verspannungen auch auf die Nerven auswirken? Selbstverständlich. Wenn Sie muskuläre Verspannung haben, muskulären Engpass haben da oben, werden die Nerven natürlich, die da oben austreten, werden komprimiert, werden gedrückt. Selbstverständlich können Sie taube Finger haben. Aber wenn Sie das tatsächlich haben, empfehle ich Ihnen erstmal definitiv eine Diagnostik. Wir müssen ausschließen, dass es da nicht schon zu einer Stenose in den Neuroforamina gekommen ist. Wir müssen den Grad der Degeneration unbedingt wissen. Deshalb ist ein Röntgen, besser Kernspinnen, mit Sicherheit schon Pflicht. Das wird der Orthopäde aber auch garantiert den Kernspinnen rausschreiben, weil so tief können wir nicht reingucken. Ja, Sie haben mit Sicherheit so oder so, wenn Sie Degeneration haben, haben Sie muskuläre Verspannungen. Aber wir brauchen erst den Ausschluss einer Stenose. Und wenn es dann rein muskulär ist, das kann auch taube Finger verursachen, dann kriegt man das sehr, sehr gut und schnell durch entsprechende Faszientechniken in den Griff. So, jetzt sind wir fertig, ne? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.